Zum ersten Mal hatte die berufsbildende Schule in Dessau zum Schüleraustausch mit Frankreich geladen. Während sich die Franzosen in Deutschland mit deutschem Wein, Milbenkäse und deutschen Gepflogenheiten auseinandersetzen durften, waren die deutschen Azubis in Frankreich gefordert. Wir haben einen ersten Versuch unternommen, Schüleraustausche mit Frankreich durchzuführen. Jede Resonanz, sowohl der deutschen Schüler oder Auszubildenden wie auch der französischen, war äußerst positiv. Alle waren beeindruckt von der anderen Seite, von den anderen Ausbildungsbedingungen und auch von, ja, ich sag mal, den Arbeitsatmosphären. Neben der Erfahrung, seinen Beruf im Ausland auszuüben, konnten die Azubis durch den Austausch viele neue Kontakte knüpfen. Es hat ihr sehr gut gefallen. Sie hat ganz viele neue Erfahrungen gemacht im Land und sehr viel auch die Kultur kennengelernt. Aber ich würde es jedem empfehlen. Jeder muss seine eigene Erfahrung machen. Jeder kommt in andere Gastfamilien, in andere Betriebe. Ich war mit meinem Betrieb sehr zufrieden. Ich war froh, in einem Schloss zu sein. Ist komplett anders gewesen. Im feierlichen Rahmen bekamen am Donnerstag alle Azubis, die am Austausch teilgenommen haben, ihren Mobilitätspass überreicht. Ja, der Mobilitätspass ist praktisch ein Zertifikat, ein Nachweis darüber, dass man mindestens 3 Wochen in seinem Ausbildungsberuf im Ausland gearbeitet hat. Soll eine Hilfe sein in Zukunft, sicherlich ein wichtiger Baustein in Bewerbungsunterlagen und die Möglichkeit geben, europaweit eingesetzt werden zu können. Eine Fortsetzung des Austauschs ist schon jetzt geplant, vielleicht schon im kommenden, definitiv aber in 2 Jahren. Die Teilnehmer in diesem Jahr wollen sich aber schon früher wiedersehen. Also auf jeden Fall. Wir haben schon einen Plan gehabt, und zwar, dass die Deutschen im Januar nach Frankreich kommen und sie besuchen. Und wahrscheinlich im April werden die Deutschen wieder nach hier Dessau kommen und ihre deutschen Freunde zu besuchen. Die Schulleiter aus Deutschland und Frankreich werden sich im April oder Mai treffen, um den ersten Austausch auszuwerten.